Berlin, Deutschlands Hauptstadt, der Mittelpunkt Europas. Der Bezirk Spandau im Westen Berlins ist der größte Industriestandort der Stadt. Zahlreiche weltweit operierende Firmen sind hier zu Hause. Herzlich willkommen in Spandau. Mein Name ist Bart Behrkens, Hoteldirektor im Holiday Inn Berlin City West. Ich freue mich, Ihnen heute Spandau und das Holiday Inn Berlin City West vorstellen zu dürfen. Mit der Nähe zum internationalen Messezentrum sowie zum ECC nimmt Spandau eine wichtige Rolle in Berlin ein. Durch die hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr sind Spandau-Besucher in der Lage, die Sehenswürdigkeiten des Bezirks, wie zum Beispiel die Zitadelle oder die Altstadt, innerhalb kürzester Zeit zu erreichen. Unsere Gäste schätzen die Natur, in der sie sich nach einem arbeitsreichen Tag entspannen können. Diese Vorteile machen Spandau zu einem attraktiven Teil Berlins, in dem es sich lohnt, zu leben und zu arbeiten. Das Holiday Inn Berlin City West gehört zu der Intercontinental Hotels Group. Mit über 4.500 Hotels eine der größten Hotelgesellschaften weltweit. Gleichzeitig ist das Holiday Inn Berlin City West in Eigentum der Grand City Hotels. Tradition hier in Berlin. Seit 1969 produzieren wir hier die Motorräder. Mit 1900 Mitarbeitern gehören wir zu den größten Arbeitgebern hier in Berlin und produzieren pro Jahr ca. 100.000 Motorräder. Und darauf sind wir sehr stolz. Das Vivantes-Klinikum in Spandau hat mit seinem leistungsfähigen Angebot exzellente Zukunftsperspektiven in der Berliner Gesundheitswirtschaft. Im Zentrum für minimalinvasive Chirurgie werden im Vivantes-Klinikum schonende Operationsmethoden angewandt, gelehrt und weiterentwickelt. Das Vivantes Klinikum Spandau bietet erstklassige Medizin und Pflege und in seinen Komfortkliniken den Standard eines 4-Sterne-Hotels. Es freut uns, dass wir damit nicht nur für Patienten aus Berlin interessant geworden sind, sondern in verstärktem Maße auch Zuspruch aus ganz Deutschland und vor allem auch dem Ausland verzeichnen können. Der Siemens Technopark Berlin verbindet Tradition und Innovation in ganz besonderer Weise. Unsere 120-jährige gewachsene Struktur macht uns fit für die Aufgaben der Zukunft. Nach dem Mauerfall hat Siemens seinen Standort neu definieren müssen. Nicht nur Produkte und Prozesse haben sich verändert, auch die Flächenanforderungen. Unsere Antwort auf den geringeren Eigenbedarf war 2006 die Gründung des Siemens Technoparks.
unsere Ideen zur Weiterentwicklung eines industriellen Standortes zu einem modernen Gewerbepark hat der Bezirk Spandau aufgegriffen und mit dem Bebauungsplan in zukunftsfähige Bahnen gelenkt. Aktive Wirtschaftsförderungspolitik des Senates hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass Unternehmen wie Investoren gleichsam hier ihre neue Zukunft beginnen können. Bereits heute sind 50 Unternehmen mit etwa 5000 Beschäftigten hier am Standort. Wir laden Sie ein, den Siemens Technopark Berlin als unseren Zukunftsstandort kennenzulernen. Mein Name ist Uwe Behns. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Media Academy GmbH. Das ist ein mittelständisches Unternehmen in Berlin-Spandau mit 3 Sparten organisiert. Der erste Part, der Education Service, besteht aus einer Schule und einem Trainingszentrum und ist ausgerichtet auf die Aus- und Weiterbildung von Menschen, Älteren und Jüngeren, auf die Branchen Film, Funk, Fernsehen, Entertainment und Bühne. Der zweite Part ist eine Produktionsfirma für Veranstaltungen aller Art. Und der dritte Part, die sogenannte Media Solution, beschäftigt sich mit Anwendungen im Internet und in mobilen Kommunikationsanwendungen und erstellt Konzepte und ähnliche Inhalte für dieses Business. Man kann die Aktivitäten der Media Academy auch mit dem Begriff crossmedial umschreiben. Dieser enthält alle wesentlichen Elemente der technischen Gestaltung und der Realisierung von Ereignissen im medialen Umfeld. Vom Event bis zum Internet. Und dieses Spektrum hat auch dazu geführt, dass wir mittlerweile im internationalen Umfeld bekannter geworden sind. Und so gibt es Projekte mit einer chinesischen Hochschule in Shanghai im Designbereich und neuerdings auch ein Projekt in Indien, in Bollywood mit einer ähnlichen Ausrichtung. Obwohl wir mit dem Unternehmen viel unterwegs sind, fühlen wir uns natürlich am wohlsten zu Hause. Und das ist in Berlin, in Spandau. Das Unternehmen ist hier groß geworden. Es ist ein sehr attraktiver Bezirk. Er ist grün, man kann sich hier wohlfühlen, verkehrstechnisch gut angebunden. Und mittlerweile kann ich auch sagen, dass wir uns im Technopark sehr wohlfühlen. Hier ist eine attraktive Entwicklung zu spüren und viele interessante Nachbarn ziehen hierher. Mein Name ist Peter Karl. Ich bin der Standortleiter des Technologiezentrums Wäschepflege der BSH. Die BSH, Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, ist der größte Hausgerätehersteller Europas. Das BSH Technologiezentrum Wäschepflege wurde erst seit kurzem hier am Siemens Technopark Berlin eröffnet. Hier werden die modernsten und effizientesten Waschmaschinen, Trockner und Wäschetrockner für den Weltmarkt entwickelt. Das hochmoderne Gebäude mit insgesamt 32.000 Quadratmetern wurde nach neuesten Erkenntnissen und Standards des ökologischen Green Building Konzeptes geplant und umgesetzt. Die über 700 Mitarbeiter der BSH in Berlin freuen sich über die positive Entwicklung der Stadt und des Bezirkes Spandau. Gerade die Mitarbeiter aus anderen Ländern des Konzerns, die zeitweilig oder auch dauerhaft hier arbeiten, schätzen sehr das interkulturelle Flair, die Offenheit und Toleranz der Berliner. Mein Name ist Gerhard Schiller. Ich verantworte hier am Standort Berlin Spandau das Innovations- und Entwicklungszentrum der Firma WinConnexdorf. Wir haben uns für den Standort des Siemens Technologieparkgeländes entschieden, weil wir einerseits hochinnovative IT-Produkte und Lösungen für den Handel und die Banken entwickeln und hier ein ideales Umfeld vorfinden. Das ist zum einen die gute Verknüpfung und die ausgeprägte Zusammenarbeit mit den Universitäten und Forschungseinrichtungen, zum anderen aber auch der hohe Bestand an verfügbarem Personal mit Expertenwissen in ausreichender Anzahl und natürlich, last but not least, eine gute Verkehrsanbindung an die Knotenpunkte und Verbindungsstellen der Stadt Berlin, wie zum Beispiel den Flughafen und die Bahnhöfe.
Name ist Olaf Höhn, ich bin Inhaber der Florida Eismanufaktur. Wir sind ein Spandauer Unternehmen und produzieren seit Jahren unser Eis hier. Wir haben eigene Eiscafés, aber mittlerweile beliefern wir auch den Handel in Berlin und drumherum. Dadurch, dass wir sehr erfolgreich sind, haben wir beschlossen, eine neue Eisproduktion in Starken zu errichten. Diese Produktionsstätte soll natürlich CO2-neutrales Speiseeis herstellen. Dazu ist nicht nur angedacht, eine Photovoltaik- oder Solaranlage sowie Windkraft auf das Dach zu stellen, sondern auch der Strom und auch die Heizenergie soll ökologisch neutral zur Verfügung gestellt werden. Aufgrund unseres großen Zuspruches sind wir in der Lage, mindestens 40 bis 60 neue Arbeitskräfte dort in Starken zu schaffen. Traditionelles Handwerk, Dynamik, Kultur und Innovationsgeist verschmelzen hier zu einer Einheit. In unmittelbarer Nähe der Airport Tegel. Wo heute noch Flugzeuge starten und landen, entsteht morgen eine Stadt der Zukunft, in der die Themen Energie, Mobilität, Informationstechnik und Recycling die Schwerpunkte bilden. Der Wirtschaftshof ist eine moderne Wirtschaftsvereinigung mit über 300 Unternehmen. Unser Ziel ist es, mit zahlreichen Veranstaltungen die Interessen zu bündeln und unser Netzwerk weiter auszubauen. Gesundheits- und Kreativwirtschaft und ein Kompetenzzentrum zum Thema Umweltschutz haben wir mit unseren Partnern realisiert. In der Altstadt, auf dem Marktplatz in Spandau, bestreiten wir selbst den hafeländischen Land- und Bauernmarkt. Familienfreundlichkeit liegt uns ganz besonders am Herzen. In Kooperation mit den Havelkids haben wir eine betrieblich unterstützte Kindertagesstätte geschaffen. Mit flexiblen Betreuungszeiten und maßgeschneiderten Lösungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Kita Schatztruhe. Denn Bildung fängt bei den Jüngsten an. Die enge und konstruktive Verbindung zu den Firmen, zum Bezirksamt und zu den Kammern und zum kulturellen Leben hier in dieser Stadt, dieses zeichnet uns aus. Besuchen Sie uns hier im Bezirk Spandau. Sie sind alle herzlich willkommen. Der Bezirk mit den kurzen Wegen.